Meine sehr geschätzten Damen und Herren, liebe Volks-TV-Zuseher, das ist wieder eine neue Ausgabe von unserem Volkstalk, heute aus dem Tonstudio von Tirolis. Ja, und es geht heute um richtig tolle Musik. Ich darf den Hannes begrüßen von den Hattinger Wurm. Ich freue mich sehr, lieber Hannes, dass wir uns einmal persönlich kennenlernen dürfen, denn du wirst es mir gar nicht glauben, wie oft ich schon eure Musik in den letzten Jahren gehört habe. Wenn man von den Hattinger Wurm spricht, dann spricht man von einer doch sehr traditionellen Besetzung, die schon einige Jahre gemeinsam unterwegs ist, aber vor allem der Musikstil. Der Oberkreiner, der hat euch eigentlich nie verlassen, oder? Seit Beginn an ist er mit dabei. Ganz genau, lieber Daniel, danke für die Einladung. Freut mich auch, dass wir uns jetzt mal persönlich kennenlernen. Ja genau, Oberkreiner ist von Anfang an unser Stil und unsere Musikrichtung. Und mit dem sind wir aufgewachsen und natürlich, wir fahren mit dem auch weiter, mit dem Oberkreiner. Das ist schön zu hören. War es eben der Slauker Ausenick, der euch da wirklich diesen Weg geebnet hat? Oder hat es da eine andere Formation gegeben, die so das große Vorbild der Hattinger Burm im Beginn der Karriere oder beim Beginn der Karriere war? Ja, ganz anfänglich natürlich Ausenick, original Oberkreiner, aber auch, muss ich sagen, aus Osttirol das Goldrit Quintett. Weil da haben wir verwandtschaftlich ein Verhältnis. Unser Baritonist, der Alexander, ist der Neffe vom Treuer Lois, der Baritonist vom Goldrit Quintett, der Gründungsmitglied auch. Und da sind wir sehr viel nachgefahren, eben zu den Auftritten, und haben uns viel angeschaut von ihnen. Ja. Und wahrscheinlich auch ein wenig natürlich lernen und abschauen dürfen. Wie du schon gesagt hast, Slaukausenick hat natürlich diese Musik bekannt gemacht, aber wenn wir jetzt im Jahre 2019 uns über diese Musik unterhalten, kann man sagen, im Laufe dieser Zeit hat sich auch die Qualität der Oberkreiner Musik gesteigert? Ja, glaube ich natürlich schon. Ja, natürlich die Original-Oberkreiner, das ist schon ein Prädikat. Gell. Das ist, für mich sind das Legenden und die Musik sowieso und die Kompositionen. Das ist ein Wahnsinn für mich und wie gesagt, auch vielleicht durch Karl Landsmeier, der ist von meinem Heimatort, das ist ja zu Hause, das war der Manager von den Oberkreinern, da ist auch ein Bezug hergekommen und ja, von dem her sind das die ganz großen Vorbilder. Wenn wir jetzt über die Hattinger Burm sprechen, da ja, stellen sich zwei ganz große Fragen. Und zwar, warum die Hattinger Burm? Ist das ein Familienname oder ist das einfach so eine Art, bei uns in der Steiermark nennen sie das Folgername, ein Name, der in der Familie entstanden ist? Das ist einmal die erste Frage, woher der Name kommt. Und zweitens, woher sind denn die restlichen Mitglieder? Bitteschön. Ja, die Hattinger Burm, der Name, es gibt den Ort, kleinen Ort im Tiroler Oberinntal, Hatting, mit derzeit ca. 1000 Einwohnern. Und bei der Gründung waren 4 Mitglieder aus Hatting und ich selber bin aus dem Nachbarort aus Inzing und drum Hattinger Burm. Und der zweite Punkt eben, die restlichen Mitglieder aktuell, die sind jetzt aber trotzdem nicht weit voneinander entfernt. Wir haben eine kleine Veränderung gehabt, wir haben 27 Jahre unverändert gespielt und eben jetzt mittlerweile seit 6 Jahren haben wir 2 neue Mitglieder. Der Akkordeonist, der Hermann, ist aus dem Zillertal. Und der Gitarrist, der Alexander Huber, ist gebürtiger Lienzer, ein Osttiroler, ist aber momentan ist jetzt in Nordtirol da. Ihr habt vor 3 Jahren, ich hoffe, ihr liegt da jetzt richtig, ein unfassbar tolles Jubiläum gefeiert. 30 Jahre auf den Bühnen unterwegs, mittlerweile sind es 33 Jahre. Was waren denn so deine persönlichen großen Highlights in all dieser Zeit? Es ist wahrscheinlich schwierig, einige hervorzuheben, man erlebt so vieles, aber was waren denn seitens der Hattinger Burm wirklich die größten Erfolge bis dato? Ja, Folgeerlebnisse. Ich muss sagen, wir haben jetzt mittlerweile 6 Kreuzfahrten gemacht. War alles dabei, von Karibik, Indischer Ozean oder natürlich auch das Mittelmeer. Das waren wunderschöne Erlebnisse. Aber auch, ich muss sagen, die ganzen Jubiläumsfeste. Wir haben immer Rhythmus, so alle fünf Jahre machen wir die Jubiläumsfeste im Heimatort. Natürlich auch sehr schön gewesen. Und ja, die ganzen tollen Auftritte natürlich. Und Bekanntschaften und Freundschaften, was man da geschlossen hat. Da gibt es mittlerweile wahrscheinlich sehr, sehr viele, auf die man sich gerne wieder immer zurückerinnern darf. Und wahrscheinlich auch mit denen hat man dann tolle Erlebnisse hinter den Bühnen erlebt und natürlich auch auf der Bühne. Bevor wir uns über eure neueste Produktion unterhalten dürfen, müssen wir uns jetzt ein bisschen über das neueste Video von euch unterhalten, das es jetzt Gott sei Dank auch bei uns auf Volkstv zu sehen gibt. Die Hattinger Burm, die waren fleißig und haben mit unserem Volkstv-Kamerateam einen flotten Titel abgedreht, der sich wie nennt? Die Heidemaus-Polka, ein ganz toller Titel. Ja, wir waren da in der Almlandschaft, Berglandschaft von Tirol unterwegs. Okay. Meinen Heimatort Richtung Inzinger Alm, eine wunderschöne Alm.
Und da haben wir die schönsten Plätze rausgesucht und haben da das Video gedreht. Zum Video nochmals kurz zu sprechen zu kommen. Die Heidi Maus, was ist das? Ist das jetzt wirklich eine hübsche Dame oder ist das ein Tier? Was ist die Heidi Maus? Nein, ist eine hübsche Dame natürlich. Die haben wir natürlich auch auf dem Video. Ah, okay. Ja, und ich glaube, ist ganz was Nettes geworden, ja? Ist ganz was Nettes geworden, meine Damen und Herren, das dürfen wir uns jetzt gleich ansehen. Eine Frage hätte ich da noch. Es ist wahrscheinlich wieder ein flotter Oberkreiner, so wie man es von euch kennt. Ja, ist ein Obergreiner Titel, eine Polka, ein wunderbarer Obergreiner Titel, ja. Selbst geschrieben? Nein, vom Reinhard Buchhaus aus dem Burgenland haben wir den bekommen. Und wie gesagt, ja, gefällt uns sehr gut. Und meine Damen und Herren, damit Sie sich davon jetzt überzeugen können, schauen wir uns zum ersten Mal hier bei uns im Programm Erfolgs-TV diese wunderbare Polka an. Das sind die Hattinger Burm. Haben Sie viel Spaß, gute Unterhaltung. Wir sind gleich wieder hier zurück und dann plaudern wir eben über diese ganz spezielle Jubiläums-CD. Und jetzt Film ab, bitteschön. Wir sind wieder zurück angekommen im Tonstudio von Tirol ist, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Heute dreht sich mal wieder alles um richtig tolle Musik. Vor allem die Oberkreiner Fans, die kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Die Hattinger Burm haben jetzt gerade ihr neuestes Video bei uns oder ihr erstes neues Video bei uns auf Erfolgs-TV präsentiert, die Heidi Maus Polka. Und wenn man davon nicht genug bekommt, dann haben wir eine ganz, ganz tolle Option. Und zwar das Jubiläumsalbum, oder? Da gibt es ja gleich zwei CDs. Ganz genau, ja. Wir haben da zum 30-Jahr-Jubiläum 30 Titel auf diese Produktion genommen, eine Doppel-CD. Und ich glaube, da ist ein Querschnitt von uns drauf aus den letzten 30 Jahren, aber auch neue Titel. Und da ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Für jeden Obergreiner-Fan natürlich. Hannes, du hast mir im ersten Teil erzählt, also alle 5 Jahre im Schnitt hat es ein Fest gegeben. Hat es dann auch im Laufe eurer Karriere alle 5 Jahre eine CD gegeben? Nein, da waren wir schon ein bisschen fleißiger. Wir haben so einen Rhythmus, 2-3 Jahre, so machen wir immer wieder neue Produktionen. Ja? Das bedeutet, lass mich nachrechnen, wie viele Produktionen haben wir bis dato? 13 haben wir jetzt. Wahnsinn. Was war die erfolgreichste oder kann man das gar nicht sagen? Wow, das kann ich jetzt schwer sagen. Ja, 13 verschiedene haben wir, ja. Ich bin ja selbst Trompeter und ich weiß es wirklich zu schätzen. Erstens einmal, dass es live auf der Bühne noch diese Musik zu hören gibt. Es bedarf sehr viel Fleißigkeit, also man muss wirklich fleißig proben, damit man den Ansatz ja, auf 2-3 Stunden immer konstant erhalten kann. Aber das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Aufnahmen im Tonstudio. Man weiß es, man muss zuvor mal eingespielt sein, damit auch die Gruppe harmoniert. Dann geht man in das Studio, hat vielleicht 3 bis 4 Tage Zeit. Also ich glaube, auch diese Aufnahmen, die ja beim Fredl gerade war, ein sehr bekannter Mann im Oberkreiner Kreise, die ihr dort macht, ist für euch immer ganz eine spannende Zeit. Ja, natürlich. Ja, die Vorbereitung, es ist viel Arbeit dahinter. Aber wie du sagst, im Studio ist dann sehr komprimiert und man muss sich da gut vorbereiten. Auch ansatzmäßig, gerade für die Bläser, weil da geht es ja oft 5-6 Stunden oder länger durch, wo man blasen sollte und den Ansatz haben sollte. Und da muss man gut vorbereitet sein, ja. Da muss man gut vorbereitet sein. Was machen die Hattinger Burm, was macht der Hannes ja, neben der Musik, damit er dann am Wochenende richtig gut vorbereitet ist auf der Bühne? Ja, wir haben alle einen fixen Beruf, gehen alle Vollzeit arbeiten. Musik war immer unser großes Hobby und wir machen es nebenberuflich. Ich bin auf dem Gemeindeamt in Inzing als Buchhalter, Kassier tätig unter der Woche und die Kollegen sind auch alle im Beruf, ja. Ist ja auch immer gut, wenn man einen Finanzexperten, meine sehr geschätzten Damen und Herren, in der Formation dann hat. Wenn jetzt zu Hause der ein oder andere Fan sitzt, der sagt, ich hätte gerne näheren Kontakt mit den Hattinger Burm, es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, euch ein bisschen auf der Homepage zu betrachten, also das ist wahrscheinlich auch gegeben. Ganz genau, am besten übers Internet, hattingerburm.at oder Facebook oder anrufen, über jedes Telefonat freue ich mich, ist ja heutzutage gar nicht mehr so üblich, dass man jemanden anruft, aber ich freue mich über jedes Telefonat. Wunderbar. Eine Frage hätte ich noch, lieber Hannes. Jetzt haben wir 33 Jahre geschafft. Wie lange wollen Sie noch die Hattinger Burm? Wie lange dürfen wir die Hattinger Burm noch hören? Oder denken wir eigentlich gar nicht ans Aufhören, oder Nana? Nein, wie gesagt, uns gefällt es. Wir haben riesen Spaß an der Musik. Wir übertreiben es nicht. Wir machen das, wie gesagt, schon seit Anbeginn amateurmäßig. Und ganz schwer zu voraussagen, wenn man einen Schnitt macht und sagt, jetzt das war's, schöne Zeit, jetzt lassen wir's, aber mal noch nicht in Aussicht.
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es nicht mehr 33 Jahre noch zusätzlich dauert, bis wir uns das nächste Mal wieder sehen, sondern dass wir uns bald mal treffen, egal ob im Studio oder eben auf der Bühne. Alles Gute mit eurer CD, vor allem mit dem neuen Video. Viel Spaß selbst. Man ist ja dann immer stolz drauf, dass es dann endlich soweit ist. Und ja, alles Gute auch deinen Kollegen und viel Gesundheit. Dankeschön, Hannes. Bis zum nächsten Mal. Pfiati. Dankeschön. Alles Gute an alle Seher und Hörer von Volkstv.